Klar. Das kommt gerade recht. Renn die Lutze. Oh, da hat sich immer. John hat Vince Angebot eines Drinks in der Bar angenommen. Aber ist es jetzt schlecht oder ist es gut, ne? Man weiß es halt nicht, ne? Taylor stimmte John Plan zu, in die Stadt zu gehen. Fremde. Der alte Mann stellte sich der Gruppe als Vince vor. Mhm. Kleine Mädchen, autoritär. Du solltest jetzt nichts trinken. Das ist keine gute Idee. Das geht schon. Ich hab sonst nichts mehr. Auf Besuch hier? Little Hope ist nicht mehr, was es mal war. Hallo. Worum geht es? Es geht um. Also, ich weiß noch nicht, um was es geht. Jedenfalls sind wir so weit. Also, wir sind noch nicht zu weit. Wir das sind eine Gruppe von Studenten. Allein. Sie haben sicher gute die Gründe, hier einen Busunfall hatten, weil ein Mädchen oder? Auf der Straße stand. Ja, ich hab meine Gründe. Was wahrscheinlich ein Geist war, weil davor haben wir im Haus gelebt mit Jugendlichen und zwei Erwachsenen. Und die sind alle beim Feuer umgekommen. Und jetzt sind wir hier mit dieser Gruppe mit dem Bus. Was meinen Sie damit? Und kommen aus dieser Stadt nicht mehr raus. Nicht die Stadt heißt Little Hope. Sehe ich aus, als und Little Hope hat auch irgendwas mit Hexenverbrennung zu tun und sowas. Lass jedenfalls mich. Geht's wohl irgendwie darum. Aber ich habe noch nicht ganz genau rausgefunden, um was es hier genau geht. Was hat er für ein Problem? Er ist irgendwie seltsam. Aber von der Atmosphäre her und von den Stimmen und Schauspielern und so, ist es schon richtig Indus. Klasse. Sehen wir uns um. Na, irgendwas gibt's hier bestimmt, das uns hilft. Schaut, was ihr findet. Störe ich etwa? Gar nicht. Ich wollte mich eh woanders umsehen. Ich wollte mich eh woanders umsehen. Frag nicht. Genau, spiel ein bisschen Dart. Einen Ausweg. Was machst nur du? Eine Runde? Dann überlegen wir, wie wir hier wegkommen. Versuch ein Doppel, oder? Bin kein Anfänger, Daniel. Hallo, Double 20. Oh. Benutze er, um zu ziehen, drücke RT. Okay. Okay. Etwas hast du ja drauf. Ich kann es noch. Wenn Resident Euros kommt, spielst du es dann auch. Irgendwie gefällt mir mega das Setting. Na, Resident Evil hat da gefasst genau das gleiche Setting wie Resident Evil 7, ne? Es soll ja auch wieder eine Ego-Perspektive schon sein. Olympia-reif nach so einem Abend. Darts ist kein olympischer Sport. Das war ein echt guter Wurf. Es war jetzt auch nicht sonderlich schwer. Du warst besser als Taylor. Also gut, kommen wir wieder zur Sache. Man hätte natürlich hier auch daneben werfen können wieder, ne? Um halt was anderes auszulösen. Also alles, was man macht, was passiert, die Entscheidung, die man trifft, hängt alles davon ab später, was denn am Ende passiert, ne? So, ich würde mich aber schnell nochmal umschauen. Hier ist auf alle Fälle ein Telefon. Mist! Soll ich in ein Dorf spielen und Hexen und Werwölfe? Ja, es soll was mit Werwölfen zu tun, aber es soll keine richtigen Werwölfe sein, sondern mutierte Hunde oder irgend sowas war das, glaube ich. Und dann soll wohl angeblich Gerüchten zufolge die Story verknüpft werden von dem normalen Resident Evil, was man immer hatte, mit Zombies und den ganzen Virus und den ganzen Kladderadatsch und das aus Resident Evil 7. Das hat wohl alles irgendwie eine Verbindung. Und in diesem Dorf hat wohl alles irgendwie mal angefangen. Also so Gerüchten zufolge. Und das wird wohl dann aufgeklärt. Weil man trifft auch nachher Chris Redfield und das, was man auch schon im Resident Evil 7 gesehen hat. Da war mal was, ich erinnere datiert 12. Oktober 1979. Versammlung stimmt für Ausgliederung, neue Runde der Zwangsvollstreckung für die Stadt zu Ende. Im Rathaus von Little Hope haben sich am Montag die letzten Bewohner der Stadt mit einer Notfallmanagerin Kathy Flint getroffen, um für eine Ausgliederung zu stimmen.
Aufgrund der Massenabwanderung nach der Schließung der Revenant Textilfabrik wird die Stadt nur noch von wenigen Menschen bewohnt und ihre Kassen sind leer. Flint wurde zur Notmanagerin ernannt, um die öffentlichen Dienstleistungen für die verbliebenen Einwohner zu verwalten. Aber die jüngste Runde der Zwangsvollstreckung bedeutet, dass die letzte Bewohner der Stadt zusammenpacken und weiterziehen wollen, dass Little Hope praktisch menschenleer zurückgelassen wird. Da wir keine Steuergelder einnehmen, bleibt uns nur noch die Ausgliederung, meinte Flint. Es ist so traurig, die Menschen mussten mitleben, wie die Stadt um die herum verschwand. Versuche. Okay, das war's. Das würde ich sogar spielen, wenn es sozusagen ein neuer Anfang ist. Na, es ist kein richtiger neuer Anfang. Es führte die Story aus dem siebten Teil weiter. Hey, ich weiß ja nicht, ob du den siebten Teil gespielt hast von Resident Evil 7. Also Resident Evil 7 halt, ne? Es führte die Story weiter. Du bist ja mit Ethan, der aus dem siebten Teil, zu Hause. Und du bist ja auch mit Mia wieder unterwegs, weil im Resident Evil war es ja so, du konntest ja entweder Mia retten durch dieses Serum oder du konntest die Tochter retten von diesen Kannibalentypen. Und bei Resident Evil 8 ist es jetzt so, dass du halt Mia gerettet hast mit dem Impfstoff. Sie ist schwanger und bekommt dem nächsten Baby. Und dann kommt Chris Redfield und erschießt sie halt. Und ja, so fängt das, glaube ich, wahrscheinlich an. Aber man hat halt noch nicht so viel gesehen, außer ein paar Trailern und so. Und es geht auch um eine alte Hexe, die wohl irgendwas mit Ritualen zu tun hat und sowas. So, dass das irgendwie alles später zusammengeführt wird. Das Virus, also das T-Virus, was entwickelt wurde aus einer Pflanze. Der war vielleicht und seltsam. Das ganze Universum soll irgendwie verknüpft werden. Was bringt einen dazu, in Gruselhausen aufzutauchen? Aber mal sehen. Was meinst du? Resident Evil 7 habe ich ja noch nicht durchgespielt. Ich kenne zwar die ganzen, also ich habe schon Let's Play gesehen und auch durchgesehen. Aber ich habe komplett selber das noch nicht gespielt. So, geh weiter in Richtung Stadt, bleib bei John und den anderen. Ich würde gerne aber hier mal schauen, was hier los ist. Kann man hier was machen? Ja, ansehen. Ja, man kann ihn nur anschauen, ne? Ja, man kann nichts machen. Gut. Wir müssen natürlich auch bedenken, dass immer irgendwas hier versteckt sein könnte, um halt ein Ereignis heraufzubeschwören. Ne? Irgendein Bild oder sowas, weil es gibt nämlich Bilder, wo wir die Zukunft sehen können und diese natürlich dann auch verändern können. So, kommst du denn jetzt, oder? Okay, sie kommt. Aber so viel weiß man halt noch nicht von Resident Evil 8, ne? Aber ich bin guter Hoffnung, ne? Das wird wahrscheinlich richtig geil werden. Okay, da ist schon wieder so ein Zeichen. Sieht nicht so gut aus. Okay, man kann aber nichts drücken hier, ne? War auch was wieder eine Voodoo-Puppe, ne? Sieht aus wie das, was Taylor beim Bus gesehen hat. John meint, sie vertreiben böse Geister. Wie kommt er denn auf solche Ideen? Keine Ahnung. Ist ein Professor. Liest sicher viel. Ich gebe zu, ich will wissen, was es bedeutet. Ich habe genug gehört, danke. Oh, da hinten ist was langgerannt. Bist du abergläubisch? Ich habe nie an sowas geglaubt. Das trifft auf dich wohl nicht zu. Viele Leute glauben immer noch an solches Zeug. Ich dachte, du tust das ab heute auch. Nur weil andere Leute alles Mögliche glauben, heißt das nicht, dass ich das tue. Finde ich gar nicht. Aber kann man wohl nichts machen. Gehen wir zu den anderen. Ich will dieses ekelhafte Ding nicht mehr sehen. Ja klar. Da hinten ist auf alle Fälle irgendwas langgelaufen, ne? Bleibt ihr bitte nicht so weit zurück. Ja, es knarscht und knirscht an allen Ecken. Ach du Fuck. Ach du Scheiße.
Alter, wie... Alter, erschreck mich doch nicht so, Mädel. Hey, kommst du mal her? Das war das Mädchen nämlich aus dem Feuer. Was ist? Da war gerade jemand im Wald. Ja, ja. Ich kann niemanden sehen. Irgendwas im Wald. Was ist? Glaubst du mir nicht? Sorry, ich glaub's nicht. Sorry, würde um ich diese glaub's nicht. Zeit noch draußen sein. Okay. Wir sollten wirklich zur Gruppe zurück. Ihr beide, wir müssen zusammenbleiben. Alter, da steht wirklich was. Ey, komm, das musst du jetzt aber gesehen haben. Was war das? Himmel, was ist das? Okay, das reicht. Wir haben Angst. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. John, wo bist du? Kann ich abhauen? Daniel, Taylor? Komm schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig. Wir gehen denn mal. Ach du Scheiße. Hey, wartet auf uns. Was war das? Hey. Schau dir das an. Ach du Kacke. Aber leg mal, du gehst in den Wald, in so einen Wald, und du hörst Kinderstimmen. Boah, da läuft mir gleich eiskalten Schauer runter. Geheimnis entdeckt. Puppe. Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Alter. What? Die war eine Hexe. Wie heißt ihr, mein Herr? Ich bin Andrew. Andrew? Und ihr Name, Gnällfrau? Wer bist du? Die sind irgendwie in der Vergangenheit, ne? Wieso hast du sowas an? Mein Name ist Mary. Ich habe sie selbst gebastelt. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Werdet ihr so gut und spielt mit mir? Nee, lass mal gut sein. Spielt mit. Komm, spielt mit Welch mir. Welch Teufelei ist dies nun, Mary? Ich habe nichts getan. Halt den Mund. Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Amy, komm hierher. Hier seid ihr. Da ist noch jemand. Beim Feuer. Was? Ich sehe kein Feuer. Alter. Ich hab sie auch gesehen. Geht es euch gut? Alter, krass, Alter. Etwas stimmt hier nicht. Auf alle Fälle stimmt hier nicht. Etwas stimmt hier nicht. Was immer hier passiert ist, es ist vorbei. Du hast keine Ahnung. Du hast es nicht gesehen. Ich verstehe nicht. Was ist hier genau passiert? Dieses Mädchen kam aus dem Nebel. Sprach mit uns. Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Das sind die Nerven. Die Nerven, ja? Ein kleines Mädchen hat hier getanzt, ganz im Ernst. Sie redete furchtbar seltsam. War sie überhaupt von hier? Ich weiß nicht. Ich okay, da hat ihm gerade der Ton gefehlt. Wo sind wir da nur reingeraten? Das Kind, Mary. Wollte sie euch wehtun? Sie könnte auch böse sein, schätze ich. Okay.
Ja, nur macht ihr sie Sorgen, dass das Mädchen böse sein könnte. Du bist ganz heiß. Hat dir das Mädchen was getan? Wir sollten alle auf Andrew achten. Mir geht's gut. Der Schmerz lässt nach. Und jetzt? Scheint, als hätten wir nur die Straße in die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Eben. Okay, wir haben erstmal einen Teil dieses Games haben wir erstmal geschafft. Na, das wurde ja recht schnell dramatisch. In Maßen ist ja alles gesund, aber... Oh, wie dumm diese Sterblichen nur sind. Mitunter schätzen wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. So mag es uns auch im Moment des Todes gehen. Auf meinen langjährigen Reisen habe ich so manchen Glauben und Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Diese Unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Oder ist sie etwa die Gefahr? Einerlei, wo waren wir? Angela bekommt nicht viel Klatsch und Tratsch aus Taylor heraus. Keine... Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen. Und manche werden Sie vielleicht... bereuen. Der Kerl in der Bar. Er war nicht sehr hilfreich. Ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Er war so verstörend verstört. Genug. Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. Und Seelen sind in Gefahr. Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer. Mhm. Der Busfahrer ist wahrscheinlich der Bösewicht. Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Ich kann einfach nicht mehr sitzen, oder? Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Tut so ein Popo weh. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Das ist der Hammer. Alter Schwede. So, jetzt dürfen wir Angela steuern. Da bin ich ja mal gespannt. So, dann gehen wir mal hier lang. Na hey, wo will sie denn hin? Sag mal, lauf doch. Ich kann nicht weiter zur Straße, oder was? Da steht ein Auto. Ein Auto ist auch immer gut, oder? Oh. Ah. Hier liegt was. Ah. Das ist das erste Bild, wo wir halt eine nahe Zukunft sehen, ne? Das ist doch der Busfahrer. Von den entdeckten Bildern kannst du im Bereich Sammlungen vom Charakter erneut ansehen. Steht Andrew drauf, ne? Da stand Andrew drauf, ne? Die Adresse. Adresse. Address. Ja, und durch diese Bilder können wir natürlich immer eine
gewisse Zukunft sehen, die sich ereignen kann oder auch nicht. Es kommt natürlich darauf an, wie wir uns in dieser Situation entscheiden. Ne? Aber wenn da der Busfahrer drauf war, kann es natürlich sein. Hörst du das? Was war das? Ist sicher nur ein nachtaktives Tierchen. Ja, klar. Kein Grund zur Sorge. Hört sich an wie ein Bär oder sowas. Hoffe, du hast recht. Alter, Schwede, Mann. Ein großes Tier. Hoffentlich, weil sonst gute Nacht.